Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Also wir stecken jetzt immer noch in dieser blöden Granithöhle fest und die blöde Pokémon versperren uns immer den Weg. Jetzt hoffen wir mal, dass ich irgendwo diesen dummen Troy finde. Los Lady Gaga! Flüchten! Troy, wo bist denn du? Ich habe hier was für dich. Ich habe einen Brief für dich. Schauen wir mal, ob es da weitergeht. Ich merke schon, irgendwas sagt mir, dass dieser Dummkopf da irgendwo hier in der Nähe ist. Oder vielleicht habe ich Halluzinationen, ich weiß auch nicht. Ah, da muss ich glaube ich durch. Ich frage mich, wo ich da rauskomme. Ah, da ist er. Endlich. Dieses Ding, das du hast, das ist ein Pokénerv. Wenn Trainer, die einen Pokémon-Nerv besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ja, ich weiß schon. Ich habe was für dich. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Yoshiba gibt Brief. Da, bitteschön. Okay, dankeschön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Geil. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun muss ich aber mich aber wirklich beeilen. Ciao, Troy. Ja, das wäre echt geil. Champ der Pokémon-Liga. Aber erstmal raus. Ich hoffe, wir haben ein Flugzeil. Ich glaube, zwei Stück habe ich. Sehr gut. Weg hier. So, endlich. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Pokémon heilen. Na, da wollt ihr jetzt nicht hin. Weg hier. Hallo, Schwester Joy. Tut mir leid, ich muss heute wieder weiter. Ich muss ja noch nach Graffitport City. Und die Pizzazutaten aus der Devon Pizzabäckerei abliefern. Danke, ciao. So, Mr. Brack, ich bin fertig. Ich will wieder mit dem Dönerschiff fahren. Ahoi, für dich segle ich sich jederzeit überall hin. Nur mein Freund, wo soll's denn hingehen? Nach Graffitport City. Graffitport City soll es sein. Anker gelichtet. Pecco, mein Schatz, wir setzen Segel. Ja, völlig losgelöst von der Erde schwebt das dünne Schiff völlig schwerelos. Yeah, ahoi, wir haben in Graffitport City Anker gelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Pizza-Zutaten. Da hast du aber richtig vermutet. Ich muss jetzt aber unbedingt meinen Dickmann vorziehen. Und mein Lady Gaga müsste ich jetzt auch ein bisschen trainieren. Okay. Da sehe ich jetzt gerade. Richtig schön kämpfen können wir jetzt. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen in der Welt geworfen. Aber Graffitport City ist der schönste Hafen. Ein Tassilo, ein Macholo. Los, Dickmann. Na, ich glaube, der hat schlechte Karten gegen Kampf. Der kam bloß Armstoß, das ist blöd. Da muss ich Lady Gaga einsetzen.
Ich hätte jetzt gemeint, er hätte Wasser-Pokémon. Da wäre es ja doch okay gewesen. Aber das schaffen wir auch so. Boah, ist das so viel. Karate-Schlag ist eine total doofe Attacke. Und weg. Dickmann reicht Level 13. Versucht Überwurf zu erlernen. Cool. Das kann ich brauchen. 70. Wow. Dann nehmen wir Armstoß weg. Und Dickmann erlernt Überwurf. Tassilo wurde besiegt. Du bist der Beste. Wow, danke. Was haben wir jetzt hier? Ich muss jetzt mal meinem Lady Gaga wieder mal einen Tränk geben. Wenigstens hat jetzt mein Dickmann eine vernünftige Attacke gelernt. Jetzt sieht man hier, wie sie wieder drillige. Und das heißt jetzt, es ist wieder Zeit für einen Doppelkampf. Servus. Wir brauchen ganz lange, um uns das Sandbox zu... Ach scheiße, kämpft ihr nicht? Das schenke ich dir. Buddha-Sand erhalten. Oh cool, dankeschön. Das könnte ich doch jetzt meinem Lurchi geben. Das ist doch jetzt Wasser, Boden. Das verstärkt Bodenattacken, also das können wir ihm doch geben. Auch wegen Lebensschuss. Ah. Kämpfe gegen die da. So ein Sonnenschein sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Sonnenschein oder Sonnenschirm? Keine Ahnung, was du meinst. Na egal. Ein Azuril. Boah, ist das ein blödes Viech. Mach es fertig, Dickmann. Überwurf. Boah, ist das geil. Das ist immer mal eine geile Attacke, du. Noch einer Azuril. Schwanz wedeln kann das bloß, sehe ich gerade. Ist nichts gegen meinen Überwurf. Coole Attacke, ey, wirklich. Plancha Lola besiegt. Mami! Du hast 52 Pokédollar. So wenig hast du. Mei, oh mei. Wer bist denn du, kleiner Fuzzi? Ich bin durstig. Ich möchte im Strandhaus etwas Sprudel kaufen. Was, da gibt's ein Strandhaus? Sag mir mal, wo das ist. Plancha Günther. Ein Schoßhund. Los, Dickmann. Überwurf. Was, ist kein Surfer? Geil. Du schaust aber geil aus, du. Dickmann erreicht Level 14. Ich trainiere es mal bis Level 16 und dann passt es wieder. 56 Pokédollar. So wenig bloß. Seid doch alle arme Schlucker. Servus, wer bist du? Boah, kämpfen mit mir? Ja, warum nicht? Magst du nicht? Matrose Monty. Ein Wingerl. Los, Dickmann. Da müsste ich jetzt Felsgrab einsetzen. Haha, haha. Coole Attacke übrigens. Aber zieht nicht alles ab. Schade drum. Nochmal. Haha. Haha. Und weg ist das Vieh. Noch ein Wingerl. Dann machen wir das gleiche nochmal. Oh. Ich glaube, das kann wieder ein wenig dauern. Oh ne, jetzt kann er nicht mal treffen. Hey, hallo. Hallo.
da ist das Vieh. Ja, ich glaube, es kann wieder ein bisschen dauern, aber... Naja, aber Leute, ich muss jetzt hier wieder einmal einen Cut machen. Also, bis dann, Leute. Ciao.